So, heute ist die Klausur dran. Aber irgendwas war da noch zu beachten. Was war das denn noch? Ach ja. Ich sollte auf jeden Fall nur so kurz wie möglich auf dem Campus bleiben. Also nicht zu früh sein. Mit den ganzen Schutzmaßnahmen dauert das jetzt ja alles länger. Mit den anderen treffen kann ich mich auch nicht, weil 3 Leute schon zu viel sind. Also wie im Supermarkt eigentlich. Mundschutz aufsetzen und 1,5 Meter Abstand zu den anderen einhalten. Zum Glück steht auf der Uni-Website die Liste mit den Anfangsbuchstaben der Nachnamen, wo ich sehen kann, welcher Raum in welchem Gebäude zu welchen Buchstaben gehört. Ha, scheinbar kann das auch in der Flens-Arena oder in der Mensa sein. Den Weg zum Prüfungsraum bekomme ich gezeigt, sobald ich im Gebäude bin. So, Hände desinfizieren, macht man ja mittlerweile fast überall. Treppe oder mobile Infektionsbox. Ja, den Aufzug sollte man aktuell nicht benutzen, sehe ich ein. Wo geht's denn hier lang? Ach, ist verlinkt. Gut. Naja, ich wüsste da eine Abkürzung, aber das soll wohl so sein, dass die Wege zum Teil länger sind. Meine Personalien werden am Prüfungsraum aber trotzdem aufgenommen, genau wie bei einem Restaurant. Aber gut, wenn sich hier irgendwer ansteckt, müssen die das ja auch nachverfolgen können. Ach nett, die fragen, wie es mir geht. Ach so, mit Symptomen wie Fieber, Husten, Hals- oder Gliederschmerzen dürfte ich nicht an der Prüfung teilnehmen. Ja, danke der Nachfrage. So, ich bin desinfiziert, meine Identität wurde festgestellt, meinen Raum habe ich auch gefunden. Jetzt könnte ich eigentlich gut mal was essen und was trinken. Aber das ist natürlich aktuell hier nicht erlaubt. Immerhin darf ich noch auf die Toilette. Okay, raus geht es auf einem anderen Weg als vorhin, Fließbandprüfung quasi. Aber Hauptsache, ich bin für heute durch.